Hallöchen Leute, willkommen zurück zu Let's Play Phoenix Wright Justice for All. Wir sind im Fall 3, Wandel im Zirkuszelt heißt es, glaube ich. Haben also gerade erst angefangen, das heißt, es ist noch nicht wirklich was passiert. Außer, dass wir, glaube ich, mit Pearl und Maya in irgendwie so einem Zirkus waren. Nun, das wäre es dann wohl für dieses Jahr. Ich hoffe, dass ich an einem Tag mit dem Pu dass ich an einem Tag mit dem Putzen fertig werde. Hallo, hier ist die Anwaltskanzlei Wright und Pa- Nick, es ist schrecklich. Ach, Maya, was für ein Timing. Hier ist nämlich auch schrecklich. Hä? Im Büro herrscht völliges Chaos und ich muss wieder Ordnung reinbringen. Wovon redest du? Von meinem schmutzigen Büro? Was dachtest du denn? Hör zu, Nick. Schalt den Fernseher ein. Den Fernseher? Wir schalten nun live zum Tatort. Ja, wieder ein Tatort. Hä? Was ist denn passiert? Danke, wir sind hier in Barrys großem Zirkus. Barrys großer Zirkus war der Schauplatz eines spektakulären Mordes. Einem spektakulären? Als wäre das ein Achievement. Das Verbrechen hat uns und unter der zahlreichen Schaulustigen für helle Aufregung gesorgt. Barrys, ich meine Barrys großer Zirkus. Das ist der Zirkus, in dem wir waren, stimmt's? Es wurde gemeldet, dass dort ein Mord verübt wurde. Ja, und er wurde auch schon verhaftet. Wer wurde verhaftet? Max. Max Galactica ist verhaftet worden. Maximilian Galactica. Seine Fans nennen ihn Max. Ein beliebter Magier, der nach Lust und Laune durch die Luft fliegen kann. Maya hat gesagt, sie sei ein riesiger Fan von Max. Okay, Nick, wir treffen uns in 2 Stunden in der Strafanstalt. Hä, was? Bis gleich. Du hast später noch genug Zeit, um dein Büro aufzuräumen. Was? Worüber reden die? Warum wurde Max verhaftet? Da fragst du den falschen Meier. Vielleicht hat er seine Magie benutzt, um mit einem Zaubertrick zu töten? Maximilian Galactica würde so etwas niemals tun. Fabelhaft, was die junge Dame da sagt. Da gesagt hat, war absolut fabelhaft. Was für ein kluges Mädchen und so ein fabelhaftes Verständnis der Ereignisse. Was soll denn bloß dieses fabelhafte Geschwätz? Willkommen im Besucherraum. Das ist Max, Nick. Sieh doch, das ist der echte Maximilian Galactica, meine Fresse. Junge, dein Name. In Ordnung, Herzchen. Zieh deine Karte. Ich zieh eine Karte, irgendeine. Er hat Herzchen gesagt. In Ohnmachtfall. Nick. Entscheide dich, Herzchen. Zieh eine Karte, irgendeine. Diese. Hab mir doch gedacht, dass du diese ziehst, Herzchen. Das Herz Ass. Er hat's, Nick. Sieh doch, er hat's. Was soll ich sagen, Herzchen? Du hast meinen wertvollsten Besitz geraubt. Eins von Maximilian Galacticas Herzen. Nun, dann sollten wir mal was absolut Fabelhaftes machen. Max, lassen Sie dir gerne Karte ziehen. Ach, ich will keines seiner Herzen stehlen. Und wer bist du? Ach, wie dumm von mir. Du musst ihr Fahrer sein. Ihr Fahrer? Wie auch immer, beeil dich. Zieh eine Karte. Wollte ich gerade auch fragen, was ist überhaupt mit der Karte? Betrachtet sie als Andenken. Nun, Nick, wir sollten uns an die Arbeit machen. Was ist denn los, Nick? Warum schaust du an die Decke? Ich habe nur darüber nachgedacht, was ich zu Mittag essen soll. Ärztin, kümmere dich doch nicht um die Schweinebacke da hinten. Schenk mir deine ganze Aufmerksamkeit, okay? Ja. Absolut fabelhaft. Absolut schauderregend. Ich hoffe, du bist schuldig. Max, ich hätte gehofft, sie könnten mir etwas mehr über sich erzählen. Hört deine Karten zu werfen. Fabelhaft. Ich glaube auch, dass wir uns besser kennenlernen sollten. Warum hältst du dich nicht her zu mir?
Das ist eine große da ist eine große Scheibe aus Sicherheitsglas zwischen uns. Oh, heiliger Bimmer, warum das denn? Wenn ich nur zaubern könnte, dann würde ich diese Wand verschwinden lassen. Was faselt er da? Wie auch immer, in letzter Zeit sind sie verdammt berühmt geworden, oder Max? Für dich immer noch Maximilian, Schweinebacke, merkt ihr das? Oh Mann, die Leute heute machen aus jeder Mücke gleich einen Elefanten. Wie auch immer, Maximilian. Sie haben erst vor kurzem eine tolle Auszeichnung erhalten. In der Tat, es war fabelhaft. Ich hätte den Grand Prix der Magier von der Internationalen Magiervereinigung erhalten. Mit dieser Auszeichnung wurde bestätigt, dass ich der fabelhafteste Magier bin. Es gab eine Trophäe an der Büste. Es war ein fantastischer Tag. Wow, das ist unglaublich. Nicht wahr? Nachgewiesenermaßen bin ich der größte Magier der Welt. Es war ja klar, dass er nicht als bescheidenster Magier ausgezeichnet wurde. Sie haben einen exklusiven Vertrag mit Barrys großem Zirkus, nicht wahr? So ist es. Du machst deine Hausaufgaben, Herzchen. Ich bin beeindruckt. Du kannst deine Magie nicht einfach im Fernsehen zusehen, verstehst du? Magie ist so fabelhaft, du musst sie mit deinen eigenen Augen sehen, Herzchen. Sie haben recht. Sie haben ja so recht. Wie auch immer, der Zirkus. Er ist ein Dinosaurier. Wusste ich jetzt nicht, aber danke. Etwas aus der Vergangenheit. Heutzutage ist es allen egal, was sich dort abspielt. Hä, was meinen Sie damit? Deshalb habe ich den Vertrag unterzeichnet. Deswegen haben Sie den Vertrag unterzeichnet? Durch mich ist Barrys großer Zirkus fabelhaft populär. Die Menschen kommen in Scharen, um Max Galactica zu sehen. Ich habe diesen Dinosaurier von einem Zirkus wieder zum Leben erweckt. Aber für mich war es nur ein Zaubertrick. Ist das nicht wunderbar, Herzchen? Ja. Ich habe all diese verkrusteten Zirkusvorstellungen verschwinden lassen. Aber irgendwie mag ich Zirkusvorstellungen. Maya sieht etwas niedergeschmettert aus. Sagen Sie mir, was in Barrys großem Zirkus passiert ist. Letzte Nacht wurde der Zirkusdirektor ermordet. Der Zirkusdirektor, Sie meinen Russell Barry? Irgendwer hat ihm wohl etwas über den Kopf gezogen. Er war am Boden zusammengesackt. Obwohl es mitten in der Nacht war, war die Polizeipräsenz einfach fabelhaft. Die Polizei hat mich ausgiebig verhört. Wonach wurden sie gefragt? Nach allem. Ich war der Letzte, der den Zirkusdirektor von dem Mord gesehen hat. Ich habe ihn in der Nacht getroffen, in seinem Zimmer. Warum wurden sie verhaftet? Verhaftet? Mach aus einer Mücke kein Elefantenherzchen. Sie wollten sich nur mit mir beraten, das ist alles. Nick. Max scheint nicht zu kapieren, wie ernst das hier ist. Sie hat recht. Ich glaube, ich sollte ihm mal die Realität zurückholen. Vor dem Mord haben Sie den Zirkusdirektor getroffen. Worüber haben Sie gesprochen? Über Dinge, die dich nichts angehen. Maya, würdest du ihn bitte danach fragen? Worüber haben Sie mit dem Zirkusdirektor gesprochen, Max? Über gar nichts, wirklich nur Smalltalk. Wir hatten nur ein Gespräch über mein Gehalt. Gehalt? Ich bin derjenige, der die Menschen in Scharen in den Zirkus lockt. Ich denke, dass ich dafür belohnt werden sollte, das denkst du doch auch. Ja. Das war alles, worüber sie gesprochen haben? Natürlich, es war eine fabelhafte Unterhaltung. Ah. Fabelhaft, warum muss er ständig fabelhaft sagen? Was ist los, Nick? Du siehst ja völlig schief und krumm aus. Was ist das für eine Marke? Lassen Sie die mit einem Trick verschwinden? Ich bin kein Magier, ich bin Anwalt. Anwalt? Warum vergeudest du denn deine Zeit, um mit mir zu reden? Er vergeudet seine Zeit nicht, Maxi. Okay, entspann dich, Herzchen. Du machst dir zu viele Sorgen, glaube ich. Wie auch immer, mir liegt schon die ganze Zeit eine Frage auf der Zunge. Und die wäre? Warum siehst du mich ständig so traurig an, Herzchen? Weil sie festgenommen wurden, wegen Mordes. Oh, sei nicht so dumm. Jemand wie ich würde niemals verhaftet werden. Wie das? Na, weil ich der fabelhafte Maximilian Galactica bin. Und? Ich bin der ganz große Star in Barrys großem Zirkus. Und das heißt?
Ich bin reich, ich verdiene fabelhaftes Geld. Und was hat das zu sagen? Max. Hör auf rumzuhalten, du veralberst mich und meinen Zauberstab. Die Polizei meint das Ganze doch nicht etwa ernst, oder? Die verhaften niemanden zum Spaß. Sieh dir Max an, er ist am Boden zerstört. Nun, irgendwann muss der ja mal aufwachen. Das ist doch kein Spiel. Ja? Ich meine, Sir, du bist Anwalt, stimmt's? Oh ja, ich bin Anwalt. Bitte hilf mir, ich habe niemanden umgebracht. Niemanden umgebracht? Vielleicht bin ich verdorbener als ein Schwein beim Stuhlen. Aber ein Mörder? Das ist verrückt. Ich könnte nie. Max. Ich schwör's. Ich wollte nur die Schulden meines Papas abzahlen. Er ist daheim auf dem Hof. Okay, okay. Ich übernehme Ihren Fall. Ehrlich? Ehrlich. Dankeschön. Ihr seid echt nett. Max. Ja? Wie lautet Ihr richtiger Name? Billy Bob Jones. Was ist das für ein Name? Was ist denn, Maya? Er ist wirklich nur ein Bauerntölpel. Entschuldige, dass ich gerade nicht so fabelhaft war wie sonst, Herzchen. Herr Anwalt? Ja? Vor ein paar Minuten hast du eine meiner Karten gezogen, nicht wahr? Jetzt, wo er es erwähnt, ich habe wirklich eine Karte genommen. Es war eine Herz 10, stimmt's? Woher? Er liegt wieder richtig. Was soll ich sagen? Du auch, du hast meinen wertvollsten Besitz gestohlen. 10 von Max Millions Galacticas Herzen. Ist ja mal eine ganze Menge Herzen, oder? Ich vertraue dir, Herzchen. Hat er mich wirklich gerade Herzchen genannt? Okay, lasst uns einen absolut fabelhaften Fall daraus machen. Los, Nick. Gott. Oh, wir können jetzt zum Zirkuseingang, hä? Okay, es gibt einiges, womit wir uns befassen müssen. Keine Zeit zu bummeln, los geht's. Okay. Was ist denn los? Das sieht so niedergeschlagen aus. Maximilian Galactica, wer hätte gedacht, dass das so ein Bauerntölpel ist? Was ist denn los? Du benimmst dich jetzt schon eine ganze Weile so seltsam. Max, er ist einfach nur irgendein Bauerntölpel. Und, was macht das schon? Er ist trotzdem ein berühmter Magier, oder nicht? Wahrscheinlich. Dein richtiger Name ist Billy Bob Jones. Das ist echt ein Scheißname. Ach du Schande, der arme Kerl hat ja drei Vornamen. Ganz schön merkwürdig. Tja, wenn ein großer Star das kann, dann solltest du das auch mal auf exotisch machen. Großer Star? Max Galactica ist ziemlich bekannt. Wie auch immer, was hältst du von Naruhodo Arai... Ein was? Was ist Naruhodo Araito? Wofür steht denn das A? Das A steht für warte mal, bin das ich? Warum heiße ich denn Naruhodo? Ich werde es mir überlegen. Wer ist Naruhodo? Ist das der originale Name von Phoenix? Das klingt ja gar nicht. Ich meine, ihr Name ist ja, glaube ich, auch irgendwie anders. Also auf jeden Fall heißt sie nicht Maya im Original. Naruhodo, okay, interessant. Wusste ich jetzt nicht. Da sind wir wieder. Ja, aber diesmal sind wir hier, um zu arbeiten. Das Verbrechen ist noch nicht lange her, darum ist die Polizei noch am Tatort. Lass uns hier jemanden suchen, der wissen könnte, was hier passiert ist. Klingt nach einem guten Plan. Das ist wohl eine Unterkunft, in der die Zirkusdarsteller wohnen. Tatsächlich. Also könnte dieser seltsame Clown auch hier sein. Er ist verrückt. Ah, ihr beiden. Oh, Inspektor Gumshoe. Euch treffe ich immer, wenn ich an einem Tatort arbeite, Junge.
Sie arbeiten wohl immer so hart, Inspektor. Ich würde gern weniger hart arbeiten, aber das Verbrechen kennt keinen Feierabend. Wenn ich schon im Zirkus bin, will ich den Löwenbändiger und das Hochseil sehen. Aber egal, wo ich hingehe, die Show ist überall gleich. Eine Leiche die Bühne verlassen. Nick, er hat sich beschwert. Das kommt selten vor, aber jetzt zurück an die Arbeit, okay? Wissen Sie, wer morgen vor Gericht die Anklage übernehmen wird? Natürlich, es wird Frau von Karma sein. Ach. Sie wird mich doch nicht wieder mit ihrer Peitsche schlagen. Doch, die wird wahrscheinlich wieder jeden schlagen. Weshalb die Aufregung? Du triffst sie doch nur im Gerichtssaal. Wenn sie im Revier auftaucht, knallt diese Peitsche in einem fort, Junge. Inspektor Gamschuh, genug von dieser von Karma. Was ist mit ihm? Was treibt er? Ihm? Was ist mit Edgeworth? Sie wissen schon, Edgeworth, Nicks Rivale. Was mal alles in der Welt ist passiert, als er nach Hause zurückkehrte. Erfahren wir jetzt endlich mal, was mit ihm passiert ist? Herr Edgeworth, du hast doch nicht gehört, was mit ihm passierte? Nick wird es mir nicht sagen. Nun, um ehrlich zu sein, ich darf es dir auch nicht sagen. Sagen wir einfach, er ist nicht mehr da. Er ist nicht mehr da? Nick, was heißt das? Herr Edgeworth ist nicht mehr da. Genau, was er sagte. Er ist nicht mehr da. Edgeworth ist fort. Erwähne seinen Namen nicht mehr, okay? Nick. Der Zirkusdirektor wurde ermordet, richtig? Ja, gestern Abend gegen 22 Uhr. Er starb draußen in der Kälte. Ziemlich ruhige Art abzutreten, finde ich. Es war ziemlich kalt. Dies ist der Tatort, Kleine. Die Leiche wurde da drüben gefunden. Oh, was? Ungefähr dort, wo du stehst. Hab dich überrascht, was? Ich lache nicht. Entschuldigung, aber würden Sie mir bitte sagen, was dem Opfer passiert ist? Er wurde durch einen Schlag auf die Birne getötet, Junge. Ein ziemlich eindeutiger Fall, was Mord angeht. Er wurde schnell gefunden. Aber... Etwas passt nicht ganz ins Bild. Es gibt immer etwas, das nicht ganz ins Bild passt. Und was passte Ihrer Meinung nach nicht ins Bild? Sie hatten eben etwas erwähnt. Fußspuren, Junge. Fußspuren. Fußspuren? Es gibt keine? Oder wie? Sieh dir das Foto des Tatorts an. Was ist das, diese Holzkiste unter der Leiche? Keine Ahnung, Junge. Die Spursicherung hat sie mitgenommen und untersucht sie gerade. Und? Was ist so mysteriös an diesen Fußspuren? Hey, beruhig dich. Schau dir die Fußspuren auf dem Bild genau an. Die Fußspuren des Opfers sind am Tatort zu finden. Das stimmt, Junge. Das Problem ist, die Fußspuren des Mörders sind nicht da. Ja, aber kann man nicht rein theoretisch... Also könnte nicht der Mörder rein theoretisch auch einfach an den gleichen Stellen laufen, wo die Fußspuren schon da sind? Und dann halt auch so zurücklaufen? Das geht. Bingo. Woher kam der Killer und wohin ist er geflohen? Der Mörder kann das Verbrechen offensichtlich nicht im Fliegen begangen haben. Ein fliegender Verbrecher, oder das? Aber ich glaube eher das Erste. In dem Moment machte es Klick in meinem Kopf. Völlig unmöglich. Niemand kann fliegen. Das stimmt. Niemand kann fliegen. Völlig unmöglich. Was soll dieses gekünstelte Lachen, Junge? Das hat nichts zu bedeuten, Junge. Mit anderen Worten, ich will nicht darüber reden. Vielleicht kann ich von ihm ein paar Informationen über Max bekommen. Wie es aussieht, ist Max der unbeliebteste Typ im Zirkuszelt. Der unbeliebteste? Du weißt ja, was man sagt. Eine schlechte Einstellung trägt man immer bei sich. Er ist ein bisschen arrogant, aber so schlimm fand ich ihn nicht. Wenn jemand eine schlechte Einstellung hat, ist er noch lange kein Verbrecher. Es ist nicht nur seine Einstellung. Ich habe Beweise, Kleine. Er hat etwas am Tatort zurückgelassen. Eines seiner Markenzeichen als Magier. Ein unglaublich gut gearbeiteten Zylinder. Nun, er ist großartig verziert.
Max benutzte einen Umhang, Zylinder und weiße Rosen als Markenzeichen. Ziemlich prosaisch, oder? Wen schert es, ob sie prosaisch sind? Wenigstens kann man sie leicht verstehen. Das habe ich, glaube ich, wohl in Werf getroffen. Das hat er auch gesagt. Wer? Der Augenzeuge. Wer ist der Augenzeuge? Jetzt erzählen Sie uns von dem Augenzeugen. Gibt es irgendwelche Augenzeugen? Du weißt, dass ich dir das nicht verraten werde. Das ist der Trumpf im Ärmel der Staatsanwaltschaft. Na gut. Oh, da fällt mir ein. Was? Ich vergaß zu erwähnen, dass ihr beide nicht in die Unterkunft dürft. Ja, zu spät. Warum das? Oh, nur so. Habe ich nur daran erinnert, dass ich euch das sagen sollte. Bestimmt, weil sich bei der Unterkunft ein Augenzeuge aufhält. Finden wir es heraus. Finden wir es heraus. Oh nein, das wirst du nicht, Junge. Moes Zimmer. Das ist es. Auf dem Namensschild an der Tür steht jedenfalls Mo. Er scheint nicht da zu sein. Wow, das nenne ich unordentlich. Mein Zimmer sieht aber noch schlimmer aus. Na gut, ich gebe auf. Wir müssen später wiederkommen. Hey, wir waren ja noch nicht hier, ne? Die Zirkusmanege sieht vom Zuschauerraum aus nicht so klein aus. Wow, hier treten sie also alle auf, oder? Nick, mach ein paar Saltos. Ich mach keine Saltos. Warum nicht? Du siehst aus, als wärst du gut darin. Warum sehe ich aus, als wäre ich gut im Salto drehen? Hä, Nick? Das war ich nicht. Wo? Tiger! Er kommt auf uns zu. Nick, du bist zu jung zum Sterben. Sitz. Sitz, bei Fuß. Ich bin noch da. Ich bin noch nicht tot. Nick, alles in Ordnung? Ich hab dich erschreckt, was? Oh, ich hab dich erschreckt, was? Regent ist so ein süßer Tiger, nicht wahr? Was ist los? Ihr seid so still. Komme nicht mit der Was-ist-los-Masche. Nick ist beinahe umgekommen. Er war nicht mal in Gefahr, verletzt zu werden, geschweige denn zu sterben. Dieser kleine Tiger beißt nur ganz selten mal Leute. Und meist kriegen Leute auch keine Chance, mit einem wilden Tiger zu spielen, oder? Also, wenn du darüber nachdenkst, hattest du wirklich großes Glück. Stimmt doch, oder? Ich schätze schon. Was meinst du damit? Warum stimmst du ja zu? Wow, dein Kostüm. Es ist süß, ich möchte es anprobieren. Kostüm, meinst du meine Kleidung? Ich darf es doch anprobieren, oder? Ich schätze schon. Wirklich? Du bist die Beste. Wow, das hat sich ja ganz schnell geändert. So viel zu der Sache mit dem Tiger. Oh, ich vergaß mich vorzustellen. Ich bin Regina Barry, die berühmte Doktorin von Barrys großen Zirkus. Ich heiße Maya Fey, ich bin ein Medium. Phoenix Wright, Rechtsanwalt. Neben meiner Doktorin sehen wir sicher seltsam aus. Sehr erfreut. Ebenso. Okay, gut, Leute, würde ich sagen, machen wir im nächsten Part dabei. Phoenix Wright, Justice for All. Bis dann und ciao.